verstecken, okay? Wir haben unsere Gesichter gesehen, los! Jedenfalls habe ich gedacht, ihr seid die Richtigen. Wir sind ja quasi Freunde seit der Geschichte in Horsthausen. Ja, na klar, Georg ist Privatdetektiv und zwar ein guter. Als Antiquar bin ich noch besser. Deswegen gibt's hier auch eine Menge Märchenbücher. Jetzt lass ihn doch erst mal. Italienisch handgenäht. Ist ungewöhnlich nachts im Wald. Jedenfalls kein Spaziergänger. Ja, genau. Sehr gut beobachtet. Dann hat der Herr Oberforstrat eben sehr guten Geschmack beim Schuhwerk. Das war kein Jäger. Nee, sieht nicht so aus. Militärlaster. Seht ihr das? Ja, aber die LKW sind doch blau, oder? Es war die Marine. Verirrt im grünen Wald. Herzlichen Glückwunsch. Und wegen dieser Aufnahmen wirst du verfolgt. Es ist eine Verschwörung. Darum geht es. Aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ja, mein Leitspruch bei Steuerprüfung. Von welcher Wahrheit reden wir denn? Bielefeld! Bielefeld existiert nicht! Da empfehle ich ein wenig Heimatkunde. Und siehe da, Bielefeld existiert. 65 Kilometer ostwärts von hier. Genau das ist es. Das ist die Verschwörung. Bielefeld gibt es nicht. Nicht? Ecki. Wir haben die Beweise zusammengetragen und wir werden verarscht. Bielefeld ist Sperrgebiet. Und wozu? Menschenexperimente, Staatsgeheimnisse. Wahrscheinlich haben die auch die Mondlandung da gedreht. Zumindest aber das Dschungelcamp. Kennst du jemanden, der aus Bielefeld stammt? Nein. Jemand, der dorthin gezogen wäre? Nee. Oder warst du schon mal in Bielefeld? Nee, nicht wirklich. Wir werden gejagt. Erst über die Felder und jetzt online. Wir hatten noch nie so viele Klicks auf unserer Webseite wie seit dieser Nacht. Immer dieselbe IP-Adresse. Nils, du solltest dich mal ausschlafen. Geh nach Hause. Könnt ihr mich nicht beschützen? Die werden mich finden. Der Mann hat auffallend blonde Haare und grüne Augen. Ach, ein Marsmännchen. Ein Marsmännchen mit Designerschuhen. Ihr wollt mir nicht helfen. Aber ich hab's doch schon allen erzählt. Nils, ich bin kein Bodyguard. Und außerdem habe ich zu tun. Mensch, Georg, da braucht mal jemand deine Hilfe und du... Mensch, der hat doch nicht alle Latten im Zaun. Außerdem kann ich dem Kerl doch kein Geld abnehmen. Kennst du jemanden aus Bielefeld? Das mag dich enttäuschen, ja. Mein Freund Manni. Freund? Psst, psst. Nils, was machst du denn hier? Wir kennen uns schon seit Jahren vom Fußball, oder? Was ist? Du bist doch mein Freund. Und du verstehst mich viel besser als dieser Wilsberg. Komm mal mit. Du Idiot, mich an. Du weißt, wo ich bin. Ja, also schön. Ja, leg los. Ah, und die Anschrift? Ah. Was tun Sie hier? Was fällt Ihnen ein? Die Aufnahmen sind zusammengestückelt aus allen Teilen der Republik. Das kann doch nicht sein, Nils. Schau's dir bitte an. Ja, sieht alles ziemlich gleich aus. Dom, Stadt, Halle, Häuser, ja. Es kommt noch besser. Die Deutsche Bahn wird an Bielefeld vorbeigeleitet. Die Fahrpläne belegen die Umwege in Ankunfts- und Abfahrtszeiten jenseits der Zone 0. Zone 0? Bielefeld. Nach ein Teil, Kötter, kann ich? Ja, klar, Frau Schuttgart. Ja. Sagen Sie mal, sagten Sie nicht, Sie kommen aus Bielefeld? Nee, aus Hellpupp. Ganz oder leer. Gott, das
ist so lange her, ist kaum noch wahr. Ja, aber Sie waren doch bestimmt mal in der Stadt zum Einkaufen nach Bielefeld. Nee, da wäre ja nur alles teurer. Wir hatten doch alles im Ort. Wenn wir was brauchten, ging's nach Oerlinghausen. Ha! Nie in Bielefeld gewesen. Ja, aber Sie sind doch bestimmt mal mit der Bahn gefahren. Die wahre Bahn fahren. Die Bahn war doch nie pünktlich. Doch immer ewig gedauert. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Ich hab's doch gesagt. Ich habe auch keinen einzigen Steuerpflichtigen in meiner Kartei, der nach Bielefeld gezogen ist oder aus dem Steuerbezirk Bielefeld zugezogen ist. Bis dann. Nimm du die Kamera. Da ist alles drauf. Besser, die finden das nicht bei mir. Das war ein Angriff. Ein Überfall. Sie kommen aus Münster, nicht wahr? Mag ja sein, dass man dort aus jeder Lappalie einen Elefanten macht. Sie meinen eine Mücke. Was? Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Zoologische Besserwisserei ist auch so eine münsteraner Unart, Herr Hörch. Trotzdem war gestern ein Einbrecher hier und hat mich niedergeschlagen. Sie ruhen sich jetzt mal ein bisschen aus, nehmen ein paar Tage frei und halten unseren Amtsbetrieb hier nicht länger auf mit Ihren Geschichten. Haben wir uns verstanden, Herr Hörch? Schönen Tag noch. Ich fass es nicht, dass ich mich von dir zu sowas überreden lasse. Siehst doch mal so. Ich leih dir meinen Wagen, du machst Lackkratzereien. Du verbrauchst mein Benzin, ich krieg deine Strafzettel. Vicky, sowas nennt sich Erpressung. Nein, sowas nennt sich Freundschaft, Georg. Wir sind jetzt das schuldig. Ich nicht. Ich habe das mal im Internet gesucht, also in die Suchmaschine eingegeben. Was denn? Ja, die Bielefeld-Verschwörung. Das ist eine Riesensache. Über 100.000 Einträge. Anscheinend weiß in Münster niemand was davon. Nils Erde, Ehrenbergstraße 9, Münster. Hier muss es sein. Haus Nummer 9. Helfen Sie mir bitte! Was soll ich tun? Pressen. Nils? Rück mich pressen. Rufen Sie den Notarzt. Der ist schon unterwegs. Atmet wieder. Gott sei Dank. Hören Sie auf, hören Sie auf. Nils. So nah dran. Ich bin dir zu nah gekommen. Alles wird gut. Ecki, du musst weitermachen. Was? Das ist eine Beweise. Platz bitte. Schock. Wir haben alles versucht. Vielen Dank. Der Notarzt denkt, es war ein Herzinfarkt. Kannten Sie Nils Erl? Nein, gar nicht. Er stürmt da raus, schreit wie am Spieß und bricht zusammen. Ich habe nur versucht, ihm zu helfen. Vielleicht habe ich es falsch gemacht. Vielleicht habe ich zu lange gezögert. Das dürfen Sie gar nicht denken. Wenn es aber stimmt, dann könnte er noch leben. Wenn er am Herzinfarkt gestorben ist, ist doch alles super. Alex, sein Mitgefühl ist wirklich schwer zu ertragen. Wenn es kein Herzversagen war, schon ein Riesenzufall, musst du zugeben, Georg. Ja, aber sowas gibt's. Er war zu nah dran, hat jetzt von sich selbst gesagt. Zu nah dran an was? Dass er sich so aufregt und tot umfällt. Seht euch das mal an. Hier. Da, die. Die ganzen Kirchtürme, alles, alles schief. Ist doch. Hier, alles Fotomontagen.
Kirchtürme sind Jahrhunderte alt und sie sind immer schief, in jeder Stadt. Ja, oder hier, die Statisten aus dem Stadion, aus der angeblichen Stadt. Immer dieselben. Ecki, das sind Fußballfans, das sind immer dieselben. Georg, du hast doch auf alles eine Antwort. Aber niemand rennt mit einem Infarkt schreiend aus dem Haus auf die Straße. Und da lag er nun mal. Wie jetzt? Doch kein Infarkt. Nils ist ermordet worden. Sagt wer? Der Mörder ist da draußen. Das waren seine letzten Worte. Mehr oder weniger. Ist vorne. Vorne. Ecki, was soll denn das? Ruhe! Jetzt mach das Licht wieder an. Was will man denn hier klauen außer seinen wirren Ideen? Vielleicht sind wir auch zu nah dran. Es geht um die Verschwörung. Niemand hat jemals jemanden aus Bielefeld getroffen. Manni. Gratuliere. Jetzt hast du jemanden aus Bielefeld getroffen. Stilsicher mit der Pfanne. Wieso schlägt der mich? Wie, ihr kennt den Kerl? Mensch, Ecki. Ich wollte, der ist hier einfach so rein. Mein Freund Manni hat einen Schlüssel, Herrgott. Er ist ein Freund des Hauses, Ecki. Aber ich bin doch auch ein Freund des Hauses. Ich habe aber keinen Schlüssel. Und darum schlägt er mich, weil ich einen Schlüssel habe und er nicht? Beruhige dich erst einmal. Er ist tot, Dominik. Nils ist tot. Ja, so eine Scheiße passiert halt. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Wo sind die Filmaufnahmen jetzt? Carola, das ist sehr wichtig. Carola! Keine Ahnung. Nils wollte damit zu einem Privatdetektiv. Was? Warum? Zu wem ist er damit gegangen? Jetzt red schon! Ich weiß es nicht! Du tust mir weh! Ein Privatdetektiv? Das ist so eine Scheiße! Spinnst du? Manni, trink. Nein, lass mal. Wieso? Du hast doch schon Kopfschmerzen. Schlimmer kann es doch nicht werden. Was treibt dich denn von Bielefeld nach Münster, Ich brauche vielleicht eure Hilfe. Mir ist da was Merkwürdiges passiert. Was Merkwürdiges in Bielefeld? Sieh an. Ja, ich habe nur eine Adresse. Nils Erdl. Was? Da ist jemand in meinem Büro eingebrochen, hat nichts gestohlen, hat telefoniert und diesen Namen aufgeschrieben. Ist wahrscheinlich keine große Sache. Nein, sicher nicht. Nils ist nämlich tot. Sagen Sie bloß, was hat er denn? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, dem das auffällt? Mensch, Ecki, beruhige dich. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Es gibt keinen besseren Grund. Wir ermitteln in Sachen Bielefeld. Sie ermitteln nicht in Sachen Bielefeld. Ja, und prompt liegt der lebende Beweis hier bei uns auf der Couch. Aber das reicht ja noch nicht. Er hat auch noch die Adresse des Toten dabei und macht auf Unschuldslamm. Habt ihr ihn unter Kontrolle? Büro eingebrochen. Nichts gestohlen. Fade Geschichte. Das wird ja noch ein richtig lustiger Abend heute. Begreift ihr das denn nicht? Der gehört zu denen! Ecki, wenn man von denen spricht, dann ist man irgendwo falsch abgebogen. Jetzt komm endlich mal wieder runter. Nils Erdl ist tot, verdammt nochmal! Herzinfarkt, das glaubst du doch wohl jetzt selber nicht mehr. Wir hätten ihm helfen müssen. Georg, du hättest ihm helfen müssen. Autoschlüssel. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Nacht. Was kann ich für Sie tun? Ich suche etwas für meinen Neffen. Irgendetwas Abgedrehtes, wie er sich ausdrücken würde. Abgedreht, da empfehle ich die Klassiker. Etwas Verrücktes, bei dem der Junge den Spaß am Lesen entdeckt. Die Erde ist eine Scheibe, Beweise vergangener Jahrhunderte. Hätten Sie es nicht ein bisschen moderner? Ach, Sie meinen sowas wie die Bielefeld-Verschwörung? Die was? Die Bielefeld-Verschwörung. Dass es die Stadt gar nicht gibt. Sie ahnen gar nicht, wie aktuell das Thema ist. Ist das so? Ich kannte jemanden, der ist wirklich durch die Wälder gerannt und hat Beweise gesucht. Was denn für Beweise? Ja, Filmaufnahmen aus dem angeblichen Sperrbezirk Bielefeld. Da tun sich ganz andere Welten auf. Das ist ja interessant. Haben Sie diese Aufnahmen? Von einer Stadt, die es gar nicht gibt? Nee. Aber ich habe das hier. Was ist
das? Kursbuch der Deutschen Bundesbahn. 90 Minuten für die paar Kilometer von hier nach Bielefeld, wenn das keine Verschwörung ist. Überleg's mir. Hm? Manni? Was ist denn? Wir fahren mit dem Wagen hier, oder? Was machst du hier, Georg? Das ist ein Déjà-vu. Das muss ein Déjà-vu sein. Denn wenn es real wäre und ich euch beide noch mal in voller Länge erleben müsste, dann springe ich besser aus dem Fenster. Ja, dann streck mich nieder, die anderen beleidigen mich. Guten Tag, lieber Manni. Was kann ich für dich tun? Nun ja, also ich, ich hab schon verstanden. So wie früher. Georg schickt dich vor. Stimmt's? Es geht um Nils Erdl. Erdl? Der Spinner, der uns immer wieder auf Trab hält mit seinen Geschichten und Fantasien. Overbeck. Was ist es denn diesmal? Weltuntergang oder Mord durch Außerirdische? Overbeck, der Mann ist tot. Wir haben eine Nachricht bekommen aus der Klinik. Wer ist denn das überhaupt? Hat einen Schlüssel, kommt einfach so vorbei und wird mitten in der Nacht mit einem riesen Hallo empfangen. Du bist eifersüchtig. Nein, ich wundere mich bloß. Manni hier, Manni da. Kann der ein Kunststück oder was? Mensch, die haben sich ewig nicht gesehen, Ecki. Ja, genau. Und schon hört mir Georg nicht mehr zu. Ich höre zu. Erdl sprach vor seinem Ableben von einer Verschwörung um Bielefeld. Und was hast du damit zu tun? Ja, das versuchen wir ja gerade rauszukriegen. Ich meine, wir haben Informationen, die wir mit der Polizei teilen wollen. Oder besser noch, die wir zur Verfügung stellen für die Ermittlungen. Was denn für Ermittlungen? Ich bin gleich gesagt, ich bin nicht gut da drin. Georg! Manni ist überfallen worden in seinem Büro. Und es gibt Hinweise auf Nils Erdl. In Bielefeld? Ja. Gut, dann mal zuhören, alle beide. Erstens. Was interessiert mich Bielefeld? Wir sind hier in Münster. Zweitens, Nils Erdl ist kein Mordfall. Drittens, auf Wiedersehen. Aber dass es kein Mord war, kannst du ohne Obduktion noch gar nicht sagen. Ach, daher weht der Wind. Vergiss es, Georg, es wird keine Obduktion geben. Sonst noch was? Er ist schreiend auf die Straße gerannt. Ja, das würde ich jetzt auch gerne tun. Er ist schreiend auf die Straße gerannt und dann überraschend tot zusammengebrochen. Anna, da stimmt doch was nicht. Menschen, die auf der Straße sterben, sterben meist überraschend. Ich habe Nils nicht geglaubt. Dann stand plötzlich dieser Kerl in meinem Laden und die Beschreibung von Nils. Du hast Kundschaft? Echt? Na, dahinter muss tatsächlich eine Verschwörung stecken. Und jetzt raus mit euch, alle beide. Ach, Anna, das hat mit dem Fall nichts zu tun, aber könntest du für mich ein Kennzeichen rausfinden? Wenn es euren Abgang beschleunigt. Das ist der Blog von Nils Erdl. Chat-Einträge, da sind noch andere, die seine Theorie teilen. Nennen sich die Analysten. Es gibt einen Grund für seinen Tod. Da sind sich alle einig. Auch wenn er sich am liebsten mit einem aus der Gruppe gestritten hat. Dominik, ihr dürft Dominik nicht trauen. Er ist ein Kollaborateur. Hier, ich werde noch einmal versuchen, die Zone 0 zu erreichen. Er war noch mal da. Und jetzt ist er tot. Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben machen? Italienische handgenähte Schuhe. Ecki, ich weiß nicht. Du verrennst dich da an was. Ach ja, sagt wer? Manni oder Georg? Dann geh doch wieder zu den beiden. Woher weißt du davon? Hey, sag mal, wer schreibt dir denn da? Was soll denn das? Wie ist die Biene? Ist auf dem Video zu sehen. Wie ist die Biene? Wir wissen, woher du das Video hast. Nils hat es mir gezeigt vor seinem Tod. Hey, du weißt doch gar nicht, mit wem du da sprichst, Ecki. Du willst jetzt nicht deinen Namen da eingeben. Mein Name ist Al Capone. Oh Mann. Ich hau ab. Sie mussten jetzt töten. Er war.
war zu nah dran, er ist denen zu nahe gekommen. Wenn du mich schon bei Anna für sowas einspannst, dann sag mir wenigstens vorher Bescheid, worum es geht. Bescheid. Es geht immer noch um die Obduktion. Naja, wir warten, weil Anna wartet. Was? Auf die Obduktion. Sie weiß genau, dass Overbeck die Anweisung verschlammt hat und Nils Erdels Leiche deswegen nicht obduziert wird. Und wenn das rauskommt... Das glaube ich jetzt nicht. Eben. Hoffen wir für ihn das Beste. Will sich wohl nie an Regeln halten. Oh, ein Handy, ein Lichtblick. Gehört Alex. Glaube ich. Ja. Georg Ecki, hast du bei Anna was erreicht? Ja, wir lassen Nils Erdels Leiche obduzieren. Obduktion? Du glaubst also auch, dass Nils umgebracht wurde? Ist also doch was dran an den Verschwörungstheorien, ja? Ich nur zu deiner Beruhigung, ich fahre jetzt in seine Wohnung. Was soll denn das heißen, du fährst? Ist er etwa bei dir? Ecki. Ecki, Ecki, Ecki. Hat sich bald ausgeeckit. Du fährst jetzt mit ihm dahin, ja? Ist das denn so wichtig? Ob das so wichtig ist? Hast du mal darüber nachgedacht, dass an seinem plötzlichen Auftritt was nicht stimmt? Plötzlicher Auftritt? Sag mal, hörst du dich eigentlich mal selber reden? Leiht er dir sein Auto? Ecki, ist das jetzt pure Sorge oder blanke Eifersucht? Ich schlage vor, du fährst mit deinem Freund zur Erdels Wohnung. Ach, das ist doch Quatsch. Doch, doch. Hallo? Ich habe irgendwie Angst vor Herrn Thalkötter. Und du willst da einbrechen. Du willst da einbrechen, oder? Bei einer Straftat muss ich nicht dabei sein. Wenn der merkwürdige Kauz darauf besteht, ist mir das mehr als recht. Nun mach schon. Sag mal, willst du nicht versuchen, mich davon abzuhalten, wie sonst immer? Ich will wissen, was er wusste. Ja, komm rein. Manni hat recht. Langsam kriege ich auch Angst vor dir. Ja, ihr habt also doch über mich gesprochen. Wo hat mir das ganze Zeug her? Das ist alles verschreibungspflichtig. Er wollte wohl gar nicht mehr schlafen. Aber es macht alles Sinn. Das musst du zugeben. Es passt alles. Ja, das passt zu diesem ganzen wirren Durcheinander hier. Guck dir das an. Halluzinogene. Die sollten wohl das Bewusstsein erweitern. Ja, oder vielleicht ja auch nur seinen Blick aufs große Ganze. Offensichtlich glaubte dein Verschwörerfreund den Unsinn nicht allein. Ja, die Analysten sind 10 Mann stark. Ach, die Analysten, Ecki, das sind Spinner. Das sind aber gut organisiert. Homepage, regelmäßiger Austausch, Treffen. So eine richtig kleine verschworene Truppe. Woher weißt du denn das? Weil ich mich drum gekümmert habe. Darum. Ein paar Freunde hatte Nils ja wohl doch. Dominik, der war nicht sein Freund. Muss mal die Blogs lesen. Die was? Die Einträge im Netz, Georg. Die beiden haben sich bis aufs Blut gehasst. Während du dich in alter Freundschaft verlierst mit diesem Manni, habe ich deine Arbeit gemacht. Hört das eigentlich irgendwann von selbst wieder auf, Ecki? Sollen wir lieber abhauen? Warum haben Nils und Dominik sich denn gehasst? Nils Erdl glaubte, dass Dominik ein Kollaborateur sei. Er wollte es den anderen beweisen. Kollaborateur, Analysten, Verschwörung? Am Ende wird das ja wirklich dein Ding. Ja, super. Ganz toll. Ich spiele mal wieder im falschen Team. Georg, eine Bratpfanne? Da beklagt sich ja genau der Richtige. Ihr gehört nicht zu denen. Hab ich recht? Zu denen? Ja, die würden ja wohl kaum mit einer Bratpfanne hier auftauchen. Wer? Ja, die, die Nils umgebracht haben. Siehst du, eine Bratpfanne und keiner liegt am Boden. Die sehen nicht echt. Das sind nur Platzpatronen. Gehört meinem Freund. Dominik steht auf so einen Scheiß. Du hast unseren Tisch abbestellt? Ja, das wird halt leider nichts. Zu viel Arbeit. Da kann man wohl nichts machen. Ich hab's gewusst. Du tust es schon wieder. Von wegen Arbeit. Das ist doch Privatkram. Richtig, Welsberg? Du bist nur eifersüchtig. Ich wollte heute mit einer wunderschönen Frau essen gehen. Gib dir keine Mühe. Georg braucht meine Hilfe. Sagen Sie mal, glauben Sie den Quatsch eigentlich?
Mit Quatsch meint er die Bielefeld-Verschwörung. Wer immer die Typen im Wald waren, ich glaube, dass sie ihn umgebracht haben. Verschwörung hin oder her. Wo haben Sie Nils eigentlich kennengelernt? In der Psychiatrie. Wo sonst? Ich bin Krankenschwester. Wer ist dieser Nils Erdl? Sein Klient, der jetzt tot ist. Und der geklagt hat wie ein Weltmeister. Gegen die Stadt, das Land, gegen den Staat. Und immer verloren. Was hat er denn gewollt? Einsicht in Geheimarchive, die es nicht gibt. Aber was interessiert dich der Privatkram? Das interessiert mich, weil deine Recherchen die Datenschutzbestimmungen unterlaufen. Hey, der Typ ist tot. Was soll denn das jetzt bitte? Das ist genau die Einstellung, die dich so gefährlich macht. Und was die Kanzlei irgendwann ruinieren wird. Die Prozesse von Erdl sind völlig unwichtig. Viel wichtiger ist, dass ich nicht die Einzige bin, die über ihn recherchiert hat. Woher willst du denn das wissen? Zugriffsdaten. In den Online-Archiven werden Datum und Uhrzeit erfasst. Das ist normal. Und da, wo ich nur mit Anrufen weiterkam, hat man mir immer wieder gesagt, dass schon jemand da war, der nach Nils Erdl gefragt hat. Vor seinem Tod. Komm schon, lass die Finger davon. Lass du die Finger davon, hm? Dass Nils krank war, wissen wir ja, aber warum muss er diesmal in die Psychiatrie? Psychose. Paranoia, Wahnvorstellung. Er war labil. Und nach seiner Entlassung haben wir uns ein paar Mal getroffen. Er war witzig. Und seine Theorien waren es auch irgendwie. Eigentlich. Als Sie nachts mit Nils raus waren, wusste Dominik davon? Dominik ist noch nie so ausgerastet. Wo ist Dominik denn jetzt? Keine Ahnung. Dominik hat sich tierisch aufgeregt, dass Nils einen Privatdetektiv beauftragen wollte und ihm die Aufnahmen nicht gegeben hat. Er taucht schon wieder auf. Spätestens zum Treffen der Analysten. Ich wette, da willst du auch hin, oder? Ich? Wieso? Ja, du läufst doch die ganze Zeit im Watergate-Modus. Also. Was sagt euch das? Das Durcheinander auf deinem Schreibtisch? Dass ich angestrengt so tue, als hätte ich Drehenderes zu tun. Georg, sie will dir nicht zuhören. Den Punkt hätten wir schon mal geklärt. Und von eurer blöden Verschwörung fangt ihr nicht wieder an, oder? Nein, Anna, wirklich nicht. Im Grunde warten wir nur auf den Obduktionsbericht. Anna, wir sind zufällig hier. Es geht um das Kennzeichen. Du hattest versprochen, es rauszusuchen. Overbeck, sie stecken mit denen unter einer Decke. Ist das jetzt eher eine Frage oder eine dienstliche Anweisung? Sagen Sie mir bitte nicht, dass das, was Sie da in den Händen halten, der Obduktionsbericht von Nils Erdl ist. Das ist der Speiseplan der Kantine. Na, dann ist es ja gut. Der Obduktionsbericht liegt längst vor Ihnen auf dem Schreibtisch. Mord? Ja, per Injektion. Das Medikament Suragol hebt Blutdruck und Herzfrequenz. Bei der Menge in seinem Körper musste ihm das Herz um die Ohren fliegen. Das kann er sich doch selbst verpasst haben, oder? Nein. Nadeleinstich in die Achselhöhle. Da kannte sich jemand aus und wollte nicht, dass wir es finden. Und dennoch haben wir es gefunden. Da gratuliere ich aber. Hallo. Ich habe nicht gedacht, dass Sie um die Zeit noch arbeiten. Ich wohne hier hinter meinen Büchern. Heißt das, Sie wollten mir eigentlich aus dem Weg gehen? Nein, nein, Sie waren so freundlich zu mir und ich habe mich nicht richtig bedankt und ich... Haben Sie schon was gegessen? Mm-mm. Also ich meine, hätten Sie Lust? Irgendwo, irgendwas? Irgendwie, ja. Warum nicht? Das ist mein Fahrer. Das geht Sie nichts an. Wir lassen uns jetzt hier echt allein. Hm. Dann kriegst du vielleicht was ab. Was gibt's denn Feines? Ich gehe nach Hause. Was ist das schon wieder? Süß-sauer, so wie es aussieht. Entschuldigen Sie bitte, aber wir pflegen in unserem Hause eine gewisse Kleiderordnung. Verstehe. Nehmen Sie die rote. Die betont Ihre weibliche Seite. Ja, ich glaube, wir wollen bestellen. Für Sie wie immer, gnädige Frau? Wie immer. Auf das wie immer bin ich gespannt. Für den Herrn dasselbe.
Sie fühlen sich nicht wohl hier. Sie legen also keinen Wert auf gutes Essen. Kommt drauf an, mit wem. Kochen Sie wenigstens selbst. In meiner Küche wird gelegentlich die Pfanne geschwungen. Zum Niederknien. Apropos gutes Essen. Nils hat in seiner Wohnung eine Menge bunter Tabletten gehortet. Sie sind Buchhändler, brechen in fremde Wohnungen ein und Sie sammeln. Sagen Sie, was sammeln Sie eigentlich? Fakten, Beweise? Sie sind mir ein bisschen unheimlich. Ich habe mich bloß umgeschaut. Ah ja? Man hätte glauben können, dass Nils an einer Überdosis seiner bunten Pillen gestorben ist. Man hätte glauben können. Nils wurde umgebracht. Sie sind kein Buchhändler. Ich glaube Ihnen kein Wort. Doch, ich bin Buchhändler. Ich bin aber auch Privatdetektiv. Oh. Nils hat mich um Hilfe gebeten, ich habe ihn nicht ernst genommen. Jetzt kümmere ich mich um die Sache, das ist das Letzte, was ich für ihn tun kann. Verspätung. Komm. Ah, Jungs. Ist er das? Bin ich was? Dein Neuer ist er das. Lass ihn in Ruhe. Weißt du wirklich, worauf dich hier einlässt? Carola? Ja, auffällig ist das schon. Du wachst bei uns? Gerade jetzt? Mein Privatleben geht euch gar nichts an, ja? Glaubst du wirklich, es wird so einfach für dich? Also schön. Ecki ist mein Neuer. Zufrieden? Warum schleppst du ihn an? Er hat Kontakt. Ecki kennt jemanden, der behauptet, aus Bielefeld zu sein. Jemand, der nach Nils Tod aufgetaucht ist und Nils Namen und Adresse hatte. Kapiert? Sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Mir reicht's. Ich fahr nach Bielefeld. Nicht nachts. Nicht heimlich. Mit dem Auto. Und zwar jetzt. Das will ich dir nicht empfehlen. Ich komm mit. Das ist alles. Und mehr habt ihr nicht. Und du kennst Nils Erdl nicht. Sag ich doch nein. Also, das ist jetzt eine offizielle Mordermittlung. Und ihr haltet euch ab sofort da raus. Ist das klar? Sonnenklar. Sicher. Georg. Ja. Das Kennzeichen, du erinnerst dich, die Abfrage? Hat das was mit der Sache zu tun? Nein, nur mit der Verschwörung. Hm. Und tschüss. Ich war noch nie in Bielefeld. Ich kenne auch niemanden von dort. Sie etwa? Aber ich kenne die Gerüchte. Die Blitzanlage auf der A2 zum Beispiel, Richtung Hannover. Kurz vor der Talbrücke Lemmershagen. Die kennt jeder. Ja, aber die ist bei Bielefeld auf gerader Strecke.
die ist nicht zur Unfallvermeidung. Die ist die einnahmestärkste der ganzen Republik. Da wird jeder geblitzt, der zum ersten Mal da langfährt. Nach rechts, da sind wir gerade hergekommen. Ja, das ist vielleicht wegen der Umleitung vorhin. Und jetzt die Baustelle. Eben gerade waren es noch 10 Kilometer, jetzt sind es wieder 13. Wir kurven hier sinnlos rum. Hast du kein Navi? Was nützt denn das, wenn die Straßen, die das Ding anzeigen würde, gesperrt sind? Im Handschuhfach. Na, ist ja ungefähr so alt wie dein Auto. Ist ja immer noch derselbe Planet, oder? Ändert sich ja nichts über Nacht. Was, wenn diese Anlage jeden blitzt, der Bielefeld, dem angeblichen Bielefeld, zu nahe kommt? Reden Sie doch keinen Unsinn. Die Mautanlagen sollten anfangs nur die Gebühren erfassen, hieß es. Dass damit ganze Bewegungsprofile erstellt werden können, wissen Sie. Ich halte das nicht mehr länger. Zur Terrorabwehr, sagt man. Overbeck, noch ein Wort. Und ich sperre Sie in die Ausnüchterungszelle. Das dürfen Sie gar nicht. Doch. Erreicht. Es kann auch kein Zufall mehr sein, oder? Niemals. Du hast recht. So blöd habe ich mich wirklich noch nie verfahren. Jedenfalls nicht nüchtern. Weißt du noch, wie Nils die Zone 0 erreichen wollte? Das haben mich alle gefragt, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe doch sowieso nicht wirklich an die Zone 0 geglaubt, Ecki. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich noch mal das Band analysieren. Und noch mal und noch mal. Und nochmal. Faszinierend. Was sagen Sie, Overbeck? Faszinierend. Ach, Quatsch, faszinierend. Verrückt. Das passt besser. Dieser Nils Erdel war ein Spinner. Aber vollkommen harmlos. Nur wer unterschätzt wird, kann für Überraschungen sorgen. Das Gesetz der Logik. Wo sind denn jetzt die Aufnahmen, von denen Georg gesprochen hat? Und wo ist das Laptop? Da soll ein Film drauf sein. Ja, müsste auch eine Kamera hier sein. Folge ich einfach mal dieser Theorie, dann... Landen Sie im Irrenhaus, Overbeck. Und ich werde Sie dort nicht besuchen. Apropos, ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht die Ersten sind. Ich schätze, dass Georg die Kamera hat. Und ich gehe jede Wette ein, dass er mit seinem Spielkameraden hier schon herumgeschnüffelt hat. Ich hätte das wissen müssen. Ist immer dasselbe mit dir. Wir sollen uns da raushalten, hat Anna gesagt. Das sagt sie doch immer, Manni. Das ist er. Das sagt sie immer und du hältst dich nicht dran. Soll das heißen, du willst im Auto warten? Das heißt, wir lassen die Finger davon. Du bist damit zu mir gekommen, schon vergessen? Da ging es doch darum, dass jemand nichts gestohlen hat. Und nicht darum, dass jemand umbringt. Da solltest selbst du den klitzekleinen Unterschied erkennen. Ich hol meine Sachen aus deiner Wohnung, fahr nach Hause, das einzig Richtige. Manni. Georg? Was denn? Autoschlüssel. Sehen mehr als zwei, du bist unbelastet, du musst mir helfen. Was ist los? Wir müssen Hinweise finden. Irgendwie. Okay. Stell dir einfach vor, dass Nils Erdel für diese Aufnahmen getötet wurde. Guck hin. Darf ich mal fragen, was Sie hier zu suchen haben? Ich sehe nur Waldwiese und ein paar Lichter. Und Lastwagen,
Nee, die Typen mit den Taschenlampen. Mensch, Ecki, das hatten wir ja schon alles. Warum töten die für die Aufnahmen? Das kann sonst wo sein. Die Bäume da kenne ich. Oh, Mensch, Manni. Das ist das Baugebiet Brok, Außengebiet. Zone 0. Nein, Amtsbezirk Bielefeld. Irgendwann muss das doch mal nachlassen, Menschenskind. Hier, ich lebe und arbeite dort. Sagen Sie, nehmen Sie irgendwas? Sind Sie in Behandlung? Nee, Ecki ist einfach nur begeisterungsfähig. Georg hat mir erzählt, dass die anderen Spinner reichlich... Ich meine, dass die anderen reichlich Medikamente, dass sie... Du weißt schon. Kann ich mal die Kamera haben? Ja, verstehe. Darum geht's. Darum haben die sie geschickt. Sie wollen die Aufnahmen. Sag mal, spinnt ihr jetzt beide? Finger weg vom Telefon! Ich will nur Georg anrufen. Baugebiet Brok, das ist doch ein brauchbarer Hinweis. Ha! Georg hat überhaupt gar kein Handy. Was ist das für eine Nummer? Der Mann hat eine übernatürliche Anziehungskraft für Autoschlüssel. Und für Handys anderer Leute. Diese Eigenschaft sollte Ihnen schon aufgefallen sein. Ergo, er hat mein Handy. Und jetzt stellen Sie sich mal die Verschwörung vor, Herr Thalkötter. Meine Nummer kenne ich. Auswendig. Woher wussten Sie, dass Nils bei mir war? Nils? Was denn für ein Nils? Nils Erdl, der Knabe, den Sie verfolgen. So wie Sie mich verfolgen, ja? Sie machen sich lächerlich. Dieser Verschwörungstheoretiker schreibt auch jeden Mist auf seiner Homepage. Öffentlich. Auch Ihren Namen. Haben Sie das nicht gewusst? Nein. Bekomme ich jetzt eine Antwort? Manni! Ich weiß, wo dieser Nils Erdl in der Nacht war. Das ist das Baugebiet Brok bei Bielefeld. Wir sprechen später. Sie haben Nils Erdl verfolgt. Im Wald. Nachts. Warum hätte ich das tun sollen? Weil er Sie oder etwas gesehen hat. Etwas? Aber Sie wissen nicht, wie viel. Das Waldgebiet ist groß. Ich bin hier, weil Nils Erdl ermordet wurde. Ach, tatsächlich? Was überrascht Sie da? Dass er tot ist? Dass es Mord war oder dass ich weiß, dass es Mord war? Au! Das tut mir leid. So etwas passiert, wenn man nicht aufpasst, wo man hintritt, Herr Wilsberg. Eine Bewegung und es ist eine letzte. Verstanden? Was bist du denn für einer? Die Hände hoch, die Sachen runter, sofort! Ey, Mann, den Scheiß kannst du haben. Stehen bleiben, Polizei! Oh, Bauamt Bielefeld. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Amt für Bau- und Stadtentwicklung? Also, wenn ich eine gute Tarnung bräuchte, dann hätte ich auch so eine Karte. Ich wusste gar nicht, dass Steuerbeamte Humor haben. Oder Fantasie. Das Amt ist ein Fake. Die Karte ist ein Fake. Sie sind ein Fake. Ja? Dann rufen Sie doch in meinem Büro an. Sollten Sie hier so schnell wie möglich verschwinden, glauben Sie mir. Behandelt Herr Albers seine Nachbarn genauso wie seinen Besuch? Psst. Nicht hier. Kommen Sie. Ich weiß, dass der Kerl Beziehungen hat. Er wird gedeckt von ganz oben. Mit ganz oben meinen Sie aber nicht das Dachgeschoss dieses ehrenwerten Hauses, stimmt's? Ach,
Polizei, Justiz, Politik, was weiß ich. Jedenfalls mit Einfluss. Und? Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich habe gesehen, wie der Albers eine Frau geschlagen hat. Hier unten in der Straße. Beziehungsstreit? Nein, er hat die Frau überfallen. Er hat sie mit der Faust erwischt, dann auf sie eingetreten und hinter sich hergezerrt. Und das haben Sie gesehen? Ist schon ein paar Jahre her, oder? Ja. Die Dame hat den Mistkerl sogar angezeigt. Und dann? Dann ist ihr Anwalt gekommen und hat mich zum Zeugen haben wollen. Dann ist der Kerl verurteilt worden? Nein. Es gab nämlich gar keine Verhandlung. Es gab gar nichts. Deshalb warne ich Sie. Der Kerl ist gefährlicher, als er aussieht. Ich finde ja auch, er sieht gefährlich aus. Können Sie sich noch genau erinnern, wann das war? Oder an den Namen des Opfers oder des Anwalts? Tut mir leid. Ist doch alles schon so lange her, wissen Sie? Viel zu lange her. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Reimer, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten. Kein Problem, Frau Springer. Und, was sagt die Amtsärztin? Das Ergebnis einer kreativen Mischung verschiedener Halluzinogene. Er ist high. Wir gehen von drei Phasen aus. Euphorie oder starke Bewegungsaktivität. Die Phase scheinen wir erreicht zu haben. Dann Phase 2, ähnlich einer Narkolepsie. Unkontrollierbare Müdigkeit. Das kenne ich. Danach setzt die Phase der temporären Entrückung ein. Sein Realitätssinn dürfte für eine Weile leiden. Sie finden das lustig? Das sollte Sie eher beunruhigen. Nein, nein, natürlich nicht. Nur sonderbares Verhalten bin ich bei Kollegen Overbeck seit Jahren gewöhnt. Jetzt habe ich wenigstens mal eine Diagnose. Und daher sollten wir diesen wichtigen Standpunkt in der Klageschrift deutlich ausführen. Tag, die Herren. Alex, könntest du kurz? Nein, Georg, ich arbeite. Entschuldigung, ich warte natürlich. Also gut, die Fristen werden eingehalten, die Gerichtskosten sind vom Klienten bereits geleistet. Er steht da und glotzt, oder? Wie ein Hamster, ja. Gut, meine Herren, ich schlage vor, wir machen 10 Minuten Pause. Ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Was glaubst du denn, wie lange die Bullen brauchen, um auf mich zu kommen? Ich habe alle Spuren beseitigt. Also beruhig dich. Trotzdem, die wissen von den Sachen. Na und? Vielleicht ist besser, ich gehe einfach zur Polizei und sag, was ich gemacht habe. Das wirst du nicht tun. Auf gar keinen Fall, verstanden? Wovor hast du Angst? Ich kann jetzt keinen Ärger gebrauchen. Das läuft alles so perfekt. Perfekt? Was soll denn das heißen? Dass dir Nils tot in Kram passt? Dass das alles in Ordnung geht, oder was? Lass mich in Ruhe und verschwinde. Dafür war ich da, ha? Dafür war ich gut genug, richtig? Hau ab! Verschwinde, Carola! Dürfte ich erfahren, wann wir uns wieder unserer Arbeit widmen? Ich komme gleich. Sie kommt gleich. Georg, schon gut. Können wir ihm trauen? Ich bin Anwalt. Deswegen fragt Georg ja. Also wenn der Typ schon mal angeklagt war, kriegen wir das raus. Wir? Na, mit dem Wir haben Sie doch angefangen. Ich schau mal, was ich machen kann, ja? Das klingt doch jetzt schon wieder illegal. Frank Albers Körperverletzung? Noch was? Schnell, schnell am schnellsten, hm? Warum tust du das, Alex? Was hat dieser Mann dir versprochen? Dass er hier nie wieder den Hamster macht. Ist doch die Sache wert. Hier hat diese Edel die Aufnahmen gemacht. Siehst du die Bäume? Welche Bäume? Die Bäume. Aber hier ist doch gar nichts. Noch nicht, wird aber Baugebiet. Wohnen im Grün. Die Reifenspuren hier sind frisch. Kommt also hin.
Hä? Nils hat die Lastwagen doch gefilmt nachts. Und jetzt? Sagst du doch dauernd. Wir machen so wie immer, Manni. Du ruinierst mein Auto. Quatsch. Du fährst in dein Büro, packst alle Papiere zusammen, die mit diesem Gebiet hier zu tun haben. Und wir treffen uns bei mir. Wenn ich kurz zusammenfassen darf. Wir haben bis jetzt einen Justizbeamten ausgetrickst, wir haben eine Angestellte bestochen und wir haben vom Wachpersonal einen persönlichen Gefallen eingefordert. Für was? Das ist doch prima. Ja, prima. Aber wenn das mit unserer Zukunft haben soll, dann sollten wir vielleicht nicht beide gleichzeitig unsere Zulassung riskieren. Denke ich. Wenn du darüber nachdenkst, hat es doch eh keine Zukunft, oder? Georg hat wirklich ein seltenes Talent. Und das wäre? So richtig tief in die Scheiße zu greifen. Danke. Mutter? Es brennt immer noch wie Sau. Nein, nein, es war nur ein kleiner Schluck. Ich fühle mich wunderbar, Doc. Alles super. Was hat er denn? Genau genommen baut sein Körper Beweismittel ab. Irgendwelche Aufputschmittel aus der Wohnung von Nils Erdl. Jovabeck ist auf Droge. Der Mann trägt eine Schusswaffe. Ja, aber wenn ich ihm jetzt sein liebstes Spielzeug wegnehme, dann wird mir der Kerl ja total psychotisch. Schau mal. Was ist das denn? Ein Magazin. Na, siehst du mal. Ich bin ja nicht blöd. Spielen wir wieder Kindermädchen für unsere Hobbyermittler? Bemerkungen wie diese sind der Grund dafür, dass sie keine Freunde haben. Opa. Ich habe euch angerufen, weil das ein Mordanschlag war. Ach, Mordanschlag, dann wärst du tot und ich blind. Was wollten denn die Herrschaften von dir, außer deinem gewaltsamen Tod natürlich? Die Kamera, die haben Nils Kamera mitgenommen. Die Aufnahmen. Und was habe ich euch gesagt? Ihr sollt euch da raushalten, verdammt nochmal. Das hast du nun davon. Du hast Schmerzen, recht geschieht dir. Ich habe einen Verdacht. Manfred Höch. Manni? Ja, der Typ taucht auf, Erdl stirbt. Er hatte seinen Namen und seine Adresse in der Tasche. Kommt angeblich aus Bielefeld. Aber sein Telefonanschluss ist ein Fake. Anna, er wollte unbedingt die Kamera haben. Er benutzt Georg nur. Und wozu? Um die Bielefeld-Verschwörung zu vertuschen? Ja, warum denn nicht? Ich habe es nur mit Idioten zu tun. Wir müssen uns unterhalten. Da glaubt mir doch eh kein Wort. Die Weltordnung wurde immer nur von Einzelnen verändert, Herr Thalkötter. Männer, die wussten, was zu tun ist. Okay. So viele Unterlagen gibt es zum Baugebiet Brok noch gar nicht. Im Grunde genommen nur die Datenerhebung zum Genehmigungsverfahren, Anzeigen und so. Manni, wir schauen uns das in Ruhe an. Aber es fehlt ja nichts. Jetzt denk doch mal um die Ecke. Irgendwas wollte der Kerl doch in deinem Büro. Sie können ja nicht einfach so telefonieren, bitte. Manni, das Baugebiet ist die einzige Verbindung zu dem toten Nils Erdl. Wenn nichts fehlt, dann ist vielleicht was dazugekommen. Hatten Sie reserviert? Sogar zum Telefonieren muss ich reservieren? Ich glaub's nicht. Manni, ich muss Schluss machen. Ich werde verfolgt. Guten Abend. Er ist mein Gast. Freue mich. Guten Abend. Institut für Bodenanalysen, Dr. Ferdinand Kroer. Sie essen offenbar nirgendwo anders als hier. Sie haben mich nicht in Ihre Küche eingeladen und die Bratpfanne geschwungen. Das stellt hier nur eine Notlösung dar. Georg, ich muss kurz stören. Hallo, guten Abend. Darf ich vorstellen, Alex Holtkamp, das ist Miriam Zubert. Mehr weiß ich nicht von dieser geheimnisvollen Frau. Noch nicht. Und was Alex angeht, mehr müssen Sie von ihr nicht wissen. Na, schönen Dank. Hier, ich muss dann. Tschüss. Sie wollen hier speisen heute Abend? Haben Sie reserviert? Nein. Auf so eine romantische Idee kommt mein Freund leider nicht. Dafür ist er viel zu vernünftig. Meinen Sie, es gibt hier auch so was Bodenständiges wie Currywurst? Vielen Dank. Ich finde, wir sollten uns duzen. Miriam. Georg. Georg. Georg, heute suchst du mal für uns aus. Currywurst hat ein Privatdetektiv und Antiquar also am liebsten. Nein. Am liebsten hat er Antworten auf offene Fragen. Kennst du diesen Mann? Nein. Es ist gelogen.
Ist das ein Verhör oder was? Frank Albers, du hast ihn angezeigt vor einigen Jahren. Nötigung, Körperverletzung. Schwere Körperverletzung, um genauer zu sein. Was soll das heißen? Was das heißen soll? Was das heißt, sieht dann so aus. Du willst also meiner Vergangenheit. Was heißt das? Das ist eine Art Liebesbeweis, Interesse an mir? Georg, das ist krank. Das Verfahren wurde eingestellt. Du hast die Anzeige zurückgezogen. Warum? Ich diskutiere das nicht. Das musst du auch nicht. Mich interessiert nicht, ob das ein Beziehungsproblem war. Ich kenne den Mann nicht und ich habe ihn noch nie gekannt. Frank Albers ist der Mann, vor dem Nils Angst hatte. Todesangst. Und Nils ist in deinen Armen gestorben. Das kann doch kein Zufall sein. Oh, sehr wohl. Oder wo siehst du deinen Zusammenhang? Was hast du bei Nils gemacht? Du warst doch nicht zufällig da. Solche Zufälle gibt's nicht. Ich kenne ihn nicht. So wie du Frank Albers nicht kennst. Verstehe. Sie möchten zahlen? Nee, schreiben Sie es an. Anschreiben. 124,80 Euro. In welcher Welt leben Sie? Bin ich ja froh, dass ich nur zum Telefonieren hier war. Wollen wir nicht reden? Die Aufnahmen. Aber da war doch nichts Besonderes drauf. Das wissen die doch nicht. Wir haben doch kaum was gesehen in der Dunkelheit. Nils ist darauf zu sehen. Und ich auch. Weißt du, sie bringen mich auch um? Ach, ja, wenn jetzt was zu schauen, dann irgendwie eine Kopie von dem Band gemacht und hier versteckt. Naja, auf CD gebrannt oder so, was weiß ich. Der Computer ist weg. Weg. Und alle Aufnahmen und Fotos, die irgendwas zeigen. Meine Güte, was machen Sie denn hier? Polizeiliche Ermittlung. Die haben nur krauses Zeug zurückgelassen. So, dass es aussehen soll, als wäre die ganze Bielefeld-Verschwörung ein schlechter Witz. Ich war geschäftlich in Bielefeld und bin zurück nach Münster. Auf der Landstraße läuft mir dieser Typ mit seinem kaputten Klapprad direkt vors Auto. Nils. Er werde verfolgt, er sei in Gefahr, er müsse fliehen. Er hat den ganzen Körper gezittert, das war nicht gespielt. Und da habe ich ihn mitgenommen. Mitgenommen wohin? Zu ihm nach Hause. Während der ganzen Fahrt hat er nur wirres Zeug gefaselt. Und dann, was ist denn passiert? Naja, ich setze ihn ab, er verschwindet im Haus, kommt ewig nicht wieder, um sein Fahrrad zu holen und... Dann ein Schrei, er stürmt raus und den Rest kennst du. Mal ehrlich, das soll ich glauben? Aber das ist die Wahrheit. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Es gab doch keinen Grund. Der Mann war tot, Herzinfarkt, dachte jeder. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Hat wohl nicht ganz hingehauen. Ne? Das erklärt aber noch nicht Frank Albers. Ich wurde überfallen und ausgeraubt. Ich weiß nicht, von wem. Es gab einen Zeugen, den Nachbarn von Albers. Trotzdem hast du die Anzeige zurückgezogen. Warum? Der Nachbar war ja der Grund für meine Anzeige. Ich hatte nichts gesehen und der Nachbar hat alles beobachtet, hat er gesagt. Er wisse ganz genau, wer mir das angetan hat. Was hast du damals gemacht in dieser Gegend? Das ist die letzte Frage. Versprochen. Verwaltungskram meiner Familie gehören dort ein paar Wohnungen. Okay. Ich habe auch eine Frage. Ja? Zu mir oder zu dir? Der beobachtet mich. Der will mir nur Angst machen. Dir? Ich soll Angst haben. Pass auf, ich will dir keine Ärger machen. Ich warte besser hier, okay? Okay. Eine Frage noch. Was mache ich mit dem da?
Unkontrollierbare Müdigkeit ist ähnlich wie eine Narkolepsie. Lass ihn einfach schlafen. Hm? Hau ab! Fass mich nicht an! Carola! Verrückte. Nur Verrückte. Ich brauch was von dir. Overbeck! Liebe Trauergemeinde, wir haben uns hier zusammengefunden, um einen jungen Menschen zu Grabe zu tragen. Unauffällig, sie sind hier, zieh dich zurück. Carola! Warte! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Dominik Treue war dringend tatverdächtig. Sie waren noch nie so nah dran an ihm wie ich. Wenn Sie irgendwann mal wieder alle Tassen im Schrank haben, dann gnade Ihnen Gott, Overbeck. Ich würde vorschlagen, du buchtest Frank Albers ein und befragst den. Einbuchten? Auf welcher Grundlage denn? Wegen wilder Verdächtigungen einzelner Mitglieder irgendeiner durchgeknallten Zirkustruppe, die an Verschwörungen glaubt. Und was diesen Herrn da im Konfirmandenzwirn angeht, der glaubt nicht einmal, dass Bielefeld existiert. Wenn ich mich recht erinnere, jetzt kommt der Rauswurf. So, und jetzt verschwindet. Alle drei. Vielleicht sollten wir mal klären, wo Herr Höch zur Tatzeit war. Ecki. Ich hab ihn. Wen? Dominik Treu. Er ist online. Und ich auch. Sie sind Dirty Harry? Ich hab mich auch angemeldet. Ich bin Al Capone. Was tut er denn da? Er chattet mit den anderen Mitgliedern seiner Bewegung. Irgendein wirres Zeug um den Tod der Frau. Beteuert seine Unschuld. Wo ist er denn, Overbeck? Die Antwort ist irgendwo da draußen. Overbeck, jetzt reißen Sie sich zusammen. Lassen Sie feststellen, von wo der Mann ins Netz geht. Und bitte finden Sie ihn. Das kann ich veranlassen, aber das dauert ein bisschen. Ja, dann würde ich vorschlagen, Sie beeilen sich. Los jetzt, Overbeck! Sie schaffen das schon. Ja? Und ihr drei verschwindet und ihr haltet euch jetzt raus. Ja, Anna. Ja, Anna. Alex, was regst du dich denn so auf? Du weißt, wie ich darüber denke und was du mir versprochen hast, Alex. Das ist doch nur eine harmlose Grundbuchsache. Ein Klacks unter Freunden. Du bist Anwältin, Alex. Du kommst da rein. Nein, 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 nein. So fängt das immer an. Harmlos. Försterstraße. Alles, was drinsteht. Alle Einträge. Eigentum der Familie Zubert. Ich werde nicht illegal irgendwelche Daten aus dem Grundbuchamt ziehen, Georg. Alex, findest du nicht, ich sollte wissen, ob Miriam die Wahrheit sagt? Ob ich dieser Frau jemals vertrauen kann? Jetzt stehe ich eurem Glück im Wege, oder wie?
Ja, gut, ich mach's. Gut, Alex. Das war's. Aus und vorbei. Wie kommen Sie denn hierher? Mit dem Fahrrad. Aus Nils Wohnung. Sie waren online, ich habe den Wohnwagen wiedererkannt und die Halle hier im Haferkamp. Die Bielefeld-Verschwörung in allen Variationen. Ich war dabei. Ich bin einer von denen. Bielefeld gibt's nicht. Haben Sie sowas auch in meiner Größe? Wer sind Sie denn überhaupt? Georg Wilsberg. Nils war bei mir kurz vor seinem Tod. Er hat mich um Hilfe gebeten. Sind Sie etwas spät dran? Hat er sich deswegen mit Ihnen in die Haare gekriegt? Weil er gemerkt hat, dass Sie die Sache mit der Verschwörung nicht glauben? Warum haben Sie sich auf diese Spinner überhaupt eingelassen? Wissen Sie, wie das Internet als Marketingplattform funktioniert? Nein. Na, erklären Sie es mir. Ein Hype im Netz ist Gold wert. Das ist wie eine Welle, auf der man reitet. Man erschafft einen neuen Trend und steht an der Kasse. Kapiert? Nein. Sie verkaufen das Zeug? Die Leute laufen doch jedem Trend hinterher und wollen ihre Kohle loswerden. Mit der Dummheit der Leute zu rechnen, ist keine ganz neue Idee. Ja, aber man muss bloß den perfekten Moment erwischen. Den haben Sie ja jetzt. Zwei Tote untermauern eine angebliche Verschwörung ganz ordentlich. Ja, die Klicks auf der Homepage haben sich jetzt schon vertausendfacht. Ich brauche mein Angebot nur noch online stellen und... Die Tränen um Ihre Freundin halten sich ja in Grenzen. Keine Zeit für Trauerarbeit? Carola hat mir die Tabletten besorgt. Darum ging's. Verstehe. Sie sind kein Romantiker. Und Sie sind kein Polizist. Haben Sie die Bullen informiert? Über Ihr Geschäftsmodell? Nein. Gut. Vielleicht können wir uns ja irgendwie einigen. Ich beteilige Sie. Dominik Troll, Sie sind verhaftet. Sie sagten, Sie hätten die Bullen nicht gerufen. Hat er nicht. Ich bin auf dem Radweg einfach schneller als andere Leute auf der Datenautobahn. So sieht's aus. Herrgott, nochmal, haben Sie mich erschreckt? Was machen Sie hier? Spaghetti Carbonara. Allein in Georgs Wohnung. Immer noch der Schlüssel neid? Woher wissen Sie das? Was? Das wissen Sie doch ganz genau. Was weiß ich ganz genau, was ich nicht weiß? Dass Carbonara mein Leibgericht ist. Ist das Leibgericht von vielen Menschen? Zum Beispiel von Al Capone. Woher kennen Sie mein Passwort? Was? Sie sind gut. Verdammt gut. Heißt das jetzt, die wollen zum Essen bleiben? Sie glauben noch nicht, dass ich das esse, was Sie kochen. Wann hört das auf? Diese Schmerzen, dieses Suchen im Kopf, dieses Stechen im Licht. Zwei, drei Tage, wenn Sie nicht nachwerfen? So eine Scheiße. Aber ich weiß natürlich nicht, wovon Sie sprechen. Oh, natürlich weiß er das. Fest steht, dass seine Freundin Carola jede Menge Medikamente regelmäßig aus der Klinik entwendet hat. Die Kollegen auf ihrer Station schütteln nach der Inventur noch immer ganz entsetzt ihre Köpfe. Er wollte wach bleiben und nichts verpassen. Die Halluzinationen von Erdl waren zumindest medikamentös unterstützt, sagt das Labor. Und das dürfte ja im Sinne von diesem Dominik Troll gewesen sein. Aber das heißt doch nicht, dass er Nils und Carola auch umgebracht hat, Anna. Nils Erdl starb an einer Überdosis eines Herzmedikamentes, auf das die Krankenschwester Carola und somit dieser Dominik Zugriff hatten. Was willst du denn noch, Georg? Das juckt den ganzen Tag. Ist das normal? Darum bin ich hier. Wegen Gesundheitstipps? Haben Sie Nils Erdl getötet? Nein. Vielleicht Carola geschubst? Nein. Ich habe Carola aus den Augen verloren auf dem Friedhof. Okay. Ich glaube nicht, dass er es war. Der ist ein zu kleiner Fisch. Oh nein.
Schon wieder die Verschwörung. Unser nächster Betriebsausflug geht nach Bielefeld, das schwöre ich Ihnen. Die Sache stinkt, Chef. So, so. Nach was denn? Nach Fisch? Mein Gott, Eifersucht ist das Motiv. Dominik tötet den Nebenbuhler, aber Carola kommt nicht zurück zu ihm, sondern macht sich an Ecki ran. Und dann tötet er sie. Anna, vorgetäuschter Herzinfarkt. Du hast doch selbst gesagt, das macht nur ein Profi. Und beim zweiten Mord gibt er sich gar keine Mühe mehr? Ja, wozu? Wir wissen ja, dass der erste Tote gewaltsam starb. So denkt ein Killer, Anna. Aber doch kein naiver, eifersüchtiger Gockel. Tod und Teufel passen doch ganz wunderbar zum Geschäftssinn von diesem Dominik. Ja, die vielen Klicks auf seiner Homepage, von denen du erzählt hast. Die Welle, das ganz große Geld. Es spricht doch jetzt jeder von der Verschwörung, oder etwa nicht? Und was ist mit Manni, der Einbruch in sein Büro? Die Spur führt zu Nils. Was ist mit dem Mann, der Nils verfolgt haben soll? Frank Albers. Ich habe einen Mord und hier habe ich einen Täter. Ganz real. Ohne Verschwörung, ohne Außerirdische. So, und das reicht für den Staatsanwalt. Der Mann war's nicht. Das ist jetzt aber seltsam. Dass ihr mal einer Meinung seid, da stimmt doch was nicht. Lassen Sie das. Leute, wie wär's denn mit dem Waffenstillstand? Wenigstens bis zum Nachtisch. Ja, guten Appetit. Dein Einbrecher kennt Nils. Deine Freundin kennt Nils und den Einbrecher. Wenn es wirklich dieser Frank Albers war, der Kerl war schließlich maskiert. Wenn überhaupt nur ein Wort davon stimmt. Ecki. Ah. Ecki hat zwei Männer gesehen. Du hattest Besuch von einem Mann, der hat mit einem anderen telefoniert. Und dabei ging es um Nils. Das beweist die Notiz, also? Nils war auf dem Baugrund. Carola auch. In der Nähe der Zone 0, beide sind tot. Oh. Manni. Schmeckt's? Übrigens, sie hat schon wieder gelogen. Wer? Deine Miriam. Das ist nicht meine Miriam. Sie hat dir doch erzählt, dass ihre Familie Eigentum hat. Ja und? Das kann nicht sein. Da gibt's keinen Privatbesitz. Försterstraße, der ganze Straßenzug gehört einer einzigen Firma, Dralling Chemie. Dralling Chemie, die kenne ich. Die kennt doch jeder, oder? Das sind die mit dem blauen Lastwagen. Moment mal, blauer Lastwagen auf Nils seinem Band. Da waren blaue Lastwagen zu sehen. Die haben damals gegen mich prozessiert, ich meine gegen das Amt, und grandios verloren. David gegen Goliath. Ich war David. Das war, als er noch beim Bauern war in Münster. Mhm, ist lange her. Und was hat das jetzt alles mit Bielefeld zu tun? Gar nichts, keine Ahnung. Es ging um eine Genehmigung, ein Klärwerk, wie ein Dreck, glaube ich. Ich habe den Zubert ganz schön eingeseift, den Alten. Zubert? Mit Z? Ja, warum? Deine Miriam heißt ja auch so, Zubert. Ist nicht wahr. Das ist nicht meine Miriam. Ja, Dralling Chemie ist ein Familienbetrieb, Familie Zubert. Na, immerhin hat deine Miriam ja nicht gelogen. Dann gehören ihr da alle Wohnungen. Und deine Miriam ist... Komm mit. Manni. Und warum darf der jetzt wieder mit und ich nicht? Georg, ich habe im Bau am Münsterrhein gar nichts mehr verloren. Ohne Ausweis und Schlüssel. Warte, Hösch. Tag. Wer weiß wohl nicht, dass ich meine... Hallo, Manni. Warum warst du nicht beim Pokalkegeln? Ja, ich... Nächste Mal. Ach, ich müsste mal ins Archiv. Hast du deinen Schlüssel dabei, Gerd? Guido. Guido, klar. Mit Schlüssel meinst du den Code? Meine ich den? Ja, meinst du. Du solltest ja nicht mal raus hier. Urlaub oder Kur. Man sieht sich. Wie lange ist das jetzt her, dein Umzug nach Bielefeld? 6 Jahre. Das waren noch Zeiten. Da wurde noch richtig gestritten. Das war große Rechtspflege. Das war aktenkilometerweise kleinkarierte Kriegsführung, Manni. Die wollten also einen Filter für ihre Chemiebude. Ja, eine Kläranlage für Dioxine, mitten im Münster. Im Industriegebiet. Per Definition ein Gebiet für Industrie. Kam nicht in Frage, abgelehnt. Warum? Das Chemiewerk war als Arbeitgeber in der Region immer willkommen. Aber die Zugeständnisse der Stadt hatten ihre Grenzen. Der Stadtrat wollte eben nicht, dass Produkte hergestellt werden, die hier in Münster solche Gifte hinterlassen. Dralling Chemie hat argumentiert, ohne Entsorgungsmöglichkeit für die Giftstoffe die Produktion einstellen zu müssen. Die Industrie droht immer mit Arbeitsplatzabbau und Standortverlagerung. Ist doch alles Unsinn. Die Dralling Chemie gibt es immer noch, trotz des Stopps in der Dioxinsache. Also. Wenn Sie die Sache nicht gestoppt haben?
ich doch gerade erst gelesen. Ist das nicht der böse Mann? Wird ja mal besser, von wegen, die kennen sich nicht. Sie zeigt ihn damals an und heute arbeiten die beiden zusammen. Dein Handy klingelt. In deiner Tasche. Jetzt reg dich ab. Ist doch sowieso für mich. Georg. Du wirst es nicht glauben. Tot? Fällt dir langsam auf, dass die Menschen in seiner Nähe umfallen wie die Fliegen? Hier liegt mein Gutachter. Dr. Ferdinand Grohe, ja. Wieso denn dein Gutachter? Ja, genau. Ich hab den entdeckt allein. Während ihr zwei... Becky! Aber er kennt ihn nicht, ich schon. Er wusste noch nicht mal, dass der Mann unter der Erde liegt. Behauptet er jedenfalls. Leute! Geht's auch ein bisschen pietätvoller? Großbüro war von mir beauftragt, das Baugebiet Brok zu untersuchen. Bodenproben, was sagen Sie nun? Dass man mit Ihnen besser nichts zu tun hat, falls man überleben will. Was machen Sie am Grab meines Mannes? Frau Grohe, hallo. Ja, ich hätte nie gedacht, dass mein Mann vor mir geht. Das tut mir leid. Bei meinem letzten Besuch bei Ihnen wirkte er immer noch so vital und gesund. Ja, bei uns wurde eingebrochen. Das hat ihn fürchterlich aufgeregt. Bei Ihnen wurde eingebrochen? Ja, in seinem Büro. Alles durchwühlt und zerstört. Er hat einen Herzanfall bekommen. So muss es wohl gewesen sein. Schon wieder ein Herzinfarkt. Wenn sie das glaubt. Was wurde denn gestohlen? Nichts von Bedeutung. Bürokram, sein Computer, nichts, was sein Leben wert gewesen wäre. Also fehlen alle Daten der Bodenanalyse? Oh nein. Mein Pferde hat von allem Kopien gemacht. Die liegen bei uns zu Hause. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen, Georg. Geht mir genauso. Deine Firma hat ihren Dreck in der Walachei zwischen Münster und Bielefeld verklappt. War wohl ein bisschen viel, um es an Tierfutterhersteller zu verticken, oder? Es geschah alles vor meiner Zeit. Dann hat der alte Groh sein Bodengutachten verfasst. Und die ganze Sache drohte, wegen der Bebauung aufzufliegen. Richtig. Dann habt ihr den alten Groh umgebracht. Und das war jetzt, nicht vor deiner Zeit. Dann habt ihr sein Gutachten ausgetauscht. Deshalb waren deine Leute in Bielefeld im Bauamt. Ja, das stimmt wohl. Dann habt ihr die gröbsten Spuren beseitigt. Fässer, Kanister, was weiß ich. Deswegen die Lastwagen in der Nacht. Und Nils Erdl hat alles gesehen. Und du hast Albers auf Nils angesetzt. Ich hab versucht, Nils zu retten, verdammt nochmal. Warum verstehst du das nicht? Das geht mir beim Mord immer so. Du begreifst überhaupt nichts. Das ist Lena, meine Tochter. Sie ist 9. Warum zeigst du mir das jetzt? Sie lebt in einem Internat, ist mein Versuch, sie zu schützen. Aber es gibt keinen Schutz, nicht vor denen. Vor denen? Tu doch nicht so, als seist du das Opfer. Die Opfer liegen auf dem Friedhof. Nils Erdl, Grohe. Was? Also keine Verschwörung. Enttäuscht? Ja, schon. Aber irgendwie auch erleichtert. Ich habe ja nicht mal mit Navi nach Bielefeld gefunden. So ein Navi hätte ich auch mal. Zeit für eine Entschuldigung, oder? Nein, nicht schon wieder. Ich sehe mal nach. Eine Bratpfanne braucht es keine zur Hand. Nur die Ruhe, wir machen einen Ausflug. Frank Albers hat meinem Vater angeboten, die Klärstoffe zu entsorgen. Und danach hat Albers ihn erpresst. Er hat sich wie ein wuchendes Geschwür in der Firma breit gemacht. Du kannst keinen Atemzug tun, den der nicht kontrolliert. Ich bin ein Strohmann in der eigenen Firma. Genau wie mein Vater. Warum hat sich dein Vater nicht gewehrt? Mein Vater hatte auch eine Tochter. Ich bin damals zu Albers und wollte das klarstellen. Dann hat er die Dinge klargestellt. Daher der Angriff auf dich. Das war für seine Glaubwürdigkeit. Er würde meiner Tochter genau dasselbe antun. Ich wollte nicht, dass jemand stirbt.
Ich habe Nils gesucht und ihn gewarnt. Ich wollte ihm Geld geben, dass er flüchten kann. Aber die waren schneller. Hast du die Polizei informiert? Noch nicht. Dann ist es zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Meine Freunde und ich... Es tut mir leid, Georg. Wie hast du denn hier einen Tisch bekommen? Methode Alex. Bestechung. Ich wollte einfach kein Risiko eingehen angesichts der eingeforderten Romantik. Risiko ist nicht so dein Ding, ne? Hallo, Alex. Georg. Leihen Sie mir einen Wagen, ist dringend. Darauf falle ich nicht rein. Alex hat mich schon gewarnt, was ich sagen soll, falls Sie mich das jemals fragen. Ich habe gar keine Autos, Signore Wilsberg. Alex, Manni und Ecki sind in Gefahr. Es ist dringend. Jetzt rück den verdammten Schlüssel raus. Sie machen einen schweren Fehler. Der Georg wird uns suchen. Ja, deshalb mache ich mir auch keine Sorgen. Er wird mit euch absaufen. Absaufen? Man wird uns finden. Sie werden auffliegen. Niemand wird euch finden. Hochkonzentrierte Salzsäure. Wir werden durch den Abfluss gespült. Das ist so typisch. Jedes Mal und immer wieder. Der Georg legt sie mit allen an und ich. Also wir können es dann ausbaden. Und immer nimmt er mein Auto. Und fährt den Tank leer. Oder macht Lackkratzer rein. Das hier oder? Ne Beule ist auch mal dabei. Und das Kleingeld im Aschenbecher ist immer weg. Immer. Man wird geschlagen, getreten, beleidigt und. Ja, und entführt ist auch nicht das erste Mal. Weiß Gott nicht. Also wirklich, weiß Gott nicht. Hab längst aufgehört zu zählen. Die Sohle. Hm? Meine Schuhe lösen sich auf. Aber Georg holt uns doch hier raus, oder? Wie immer. Wenn er uns findet. Wie soll er hier? Soll ich erradeln? Mein Wagen hat er nicht. Mein auch nicht und mein Handy auch nicht. Dann sind wir im Arsch. Robert, wir haben jetzt keine Zeit für irgendwelche Verschwörungen. Ich will einfach nur wissen, wo ihr steckt. Cool, Baby. Sind gleich vor Ort. Over and out. Sie sind gleich vor Ort. Wir sind gleich vor Ort. Vorsicht. Vorsicht. So, jetzt kommt der Moment, warum du, Georg, niemals, wirklich niemals dein Wagen leihen darfst. Ich hab eine Idee. Hab ich mal in einem alten Cowboy-Film gesehen. Wir drücken uns gegeneinander und stemmen uns mit den Beinen gegen die Außenwand, okay? Ja. Also, Vorsicht. Ja, fangen Sie an. Langsam. Und Gegendruck. Vorsichtig jetzt. Geht's? Ganz vorsichtig jetzt. Ja, ganz vorsichtig. Was heißt denn, ich mach das sehr gut? War das jetzt Ihre Idee oder wie? Nein, das war die Idee von irgendeinem bescheuerten Fernseh-Cowboy. Sie kleinlicher Pinsel. Was heißt eigentlich kleinlicher Pinsel? Ist das dafür, dass ich uns das Leben rette oder wie? Oh mein Gott! Ecki! Manni! Georg! Wir sind hier! Hier! Wo hier? Hier! Hier? Hier! Hier drin! Was macht ihr da drin? Wir streiten uns wie immer! Mann, jetzt dreh das ab und öffne das Bodenventil, Georg! Bodenventil gibt's ja nicht. Sie haben ja auch gute Ideen. Bodenventil. Auf Sie kann man sich verlassen, Herr Wilsberg. Mach doch mal! Georg! Freundschaft ist ja so kalkulierbar. Wie wär's mit was unkalkulierbar? Was labert die denn da? Wie wär's mit einem Polizisten auf Droge? Ganz besonders enttäuscht über die fehlende Bielefeld-Verschwörung und sehr schießmütig. Overbeck? Sagen Sie das Zauberwort und ich putze ihn weg. Mir juckt der Pelz. Ja, fast hätte ich's vergessen. Und wenn er sich rührt, schießen Sie das Magazin leer. Okidoki.
York! Es läuft wieder an. Tolle Freunde. Du riskierst deine Karriere, ich muss mein Auto hergeben und dann... Dann retten sie dein Leben. Tja, war schön, dich wiederzusehen. Mhm. Kann trotzdem eine Pause vertragen. Bis dann. Herr Thalkötter. Ecki. Manni. Mir kommen die Tränen. Dabei ist bei mir zu Hause fast nie abgeschlossen. Also, hm? Ich hab's ja gleich gesagt, von Anfang an. Aber trotzdem, irgendwas ist immer dran an so einem Gerücht. Irgendwo kommt das ja her. Irgendwie ist Bielefeld geheimnisvoll. Hier hätten wir rausgemusst. Ja und? Waren wir unten durch und wieder hoch? Hier in diesem ganzen Kommissariat lacht sich doch jeder über mich tot. Einen Assistenten wie Sie, wie soll man das den Menschen erklären? Können Sie mir das mal sagen? Time was drifting, this rock got to roll. So I hit the road and made my getaway. Ich will hier raus. Restless feeling,